In der Südwesteifel entwickelte sich seit dem ausgehenden Mittelalter die Herstellung von Steinzeug. Die Töpfer dieses Gebiets haben sich in alten schriftlichen Quellen Krugbäcker genannt und werden heute noch als solche bezeichnet. Archäologische Funde weisen darauf hin, dass neben Töpfen der Krug das Gefäß dieser Töpfer war. Zu den Krugbäckerdörfern der Südwesteifel gehört Speicher. In dem ca. 3000 Einwohner zählenden Ort waren bis ins 19. Jahrhundert hinein Handel und Landwirtschaft die wichtigsten Erwerbsquellen. Die Töpfer bildeten eine weitere Berufsgruppe. Viele Speicherer sind heute im Dienstleistungsberuf. Nicht weit von der katholischen Pfarrkirche liegt die Töpferei Wilhelms Thiel. Auf der Rückseite des Anwesens wird das Feuerungsholz gelagert. Die Hofanlage besteht aus der zweistöckigen Werkstatt, die früher auch als landwirtschaftliches Gebäude genutzt wurde, dem angrenzenden Wohnhaus und dem kleinen Lagerraum. Auf der linken Seite steht der Krugofen mit drei Feuerstellen. Es ist ein liegender Steinzeugofen, bei dem die Feuerung dem Setzraum vorgelagert ist. Der aus feuerfesten Steinen errichtete Ofen hat ein Fassungsvermögen von 11.000 bis 12.000 Liter. Bis Mitte der 20er Jahre bestanden seine Wände aus dem heimischen Buntsandstein und Tonmörtel. Während des Brandes war die Öffnung zum Brennraum mit feuerfesten Steinen und einem Lehmsandgemisch verschlossen. Ein Mitarbeiter der Firma Wilhelms Thiel hat den erkalteten Ofen Stein für Stein geöffnet. Die abgebauten Siegelsteine wird der Töpfer beim nächsten Brand wieder verwenden. Das Ausräumen des Ofens überlässt der Töpfer seinen Mitarbeitern. Bis Anfang dieses Jahrhunderts halfen beim Einsetzen und Ausräumen der Ware die Familienmitglieder. Beim Feuern und Salzen unterstützten sich die Töpfer gegenseitig. Die Frauen, die den Ofen ausräumen, bringen einen mit Brennhilfen gefüllten Korb heraus. Diese Tonstücke, Plätz genannt, benötigt der Töpfer, um ein Anbacken der Gefäße zu verhindern. Im Töpferofen füllen die Scherben, das sind die Produkte, die im Ofen aus Töpferton entstehen, den gesamten Setzraum aus. Jede Lücke wird genutzt. Die kleineren Gefäße hat der Töpfer zum Brand in zylindrische Tonbehälter, sogenannte Kapseln, gesetzt, weil sie so besser gestapelt werden können. Zwischen die Reihen hat er Tonplatten gelegt. Auf der obersten Reihe stehen die großen Gefäße und die Bartmannskrüge mit 5 bis 7,5 Liter Fassungsvermögen. Die Ware wird bei einer Temperatur von 1150 bis 1200 Grad Celsius gebrannt, die in etwa 3 Tagen erreicht wird. Nach 8 Tagen ist der Ofen so weit abgekühlt, dass man mit dem Ausräumen beginnen kann. Die Frauen ziehen Handschuhe an, weil die gebrannte Ware im hinteren Teil des Ofens noch heiß ist. Die Löcher an den Zylindern sind notwendig, damit während des Salzens die Glasur an den Gefäßen entstehen kann. Die Bartmannskrüge hat der Töpfer oben gesetzt, weil sie als besondere Stücke keine Einsetzspuren bekommen sollen. Zwei Helfer tragen die Bartmannskrüge in den Lagerraum im Erdgeschoss des Wohnhauses. An dem Sortiment erkennt man, dass sie nur einen kleinen Teil der Gesamtproduktion ausmachen. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg bestand der Hauptteil der Krugbäckerware aus Gefäßen, die in der Milch- und Vorratswirtschaft sowie im Haushalt gebraucht wurden. Heute stellen die Krugbäcker Haushaltsgeschirr aller Art sowie kunstgewerbliche Stücke her. In den 60er Jahren, im Zuge der beginnenden Nostalgiewelle, griffen die Töpfereien auf historische Formen zurück, die sie künstlerisch gestalteten. Wilhelms Thiel in Speicher nahm unter anderem den Bartmannskrug neu ins Programm auf. Er wird ausschließlich als Zierobjekt verkauft. In der Werkstatt dreht Herr Knötgen, Krugbäcker aus dem Töpferdorf Niersbach, die Tongefäße an der Töpferscheibe. Rechts von ihm bringt Frau Schwall die Bartmasken auf die Krüge auf. Annie Wilhelms, die Inhaberin der Töpferei,
henkelt die Gefäße. Sie nimmt aus dem vorgeformten Tonstrang den Ton für den Henkel und trennt davon die nötige Länge ab. Zuerst drückt sie ein Ende an den Hals an, zieht dann den Henkelton in die waagerechte und setzt ihn schließlich mit Schwung und viel Geschick am Bauch auf. Das Henkeln der Töpferware war früher Frauen- und Mädchenarbeit. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Werkstatt die häusliche Wirkstube ablöste, änderten sich hier die Arbeitsgewohnheiten. So haben auch Männer in der Werkstatt gehenkelt. Nachdem Frau Willems beide Enden des Henkels angedrückt hat, versäubert sie mit einem nassen Schwamm die Verbindungsstellen. Die elektrisch angetriebene Töpferscheibe besetzt Herr Knödgen mit einem Fußheblinger. Zuerst zentriert er den Wirkkloß, dann bricht er ihn mit den Fingern auf. Anschließend zieht er den Zylinder hoch. Der Ton muss geschmeidig und gleichzeitig standfest sein, damit er beim Hochziehen nicht aufreißt. Herr Knödgen drückt die Tonmasse mit der linken Hand von innen und übt mit der rechten Hand den Gegendruck aus. Durch Druck und Gegendruck beim Drehen der Scheibe wächst der Zylinder in die Höhe. Der Krug wird in mehreren Zügen hochgedreht. Hat er seine richtige Größe erreicht, drückt der Töpfer mit der linken Hand von innen, um den Bauch auszuformen. Mit dem Wirkspann glättet er die Außenwand und formt sie zugleich. Zum Schluss zieht Herr Knödgen mit beiden Händen die Öffnung des Gefäßes zu einem Hals ein. Damit hat der Krug seine Grundform erhalten. Ihm fehlt jetzt nur noch der Henkel, der erst nach dem Antrocknen von Hand geformt und angefügt wird. Nun trennt Herr Knödgen mit dem Draht den Krug von der Scheibe ab und stellt ihn auf die Wirkdiel. Frau Schwall hebt den Tonabdruck von einem Model ab und legt ihn zu den anderen Reliefs auf das Brett. Um die Masken zu formen, stehen mehrere Model zur Verfügung. Diese sind Negativformen aus Gips, ca. 10x15 bis 15x20 cm groß, die von einem Bildhauer in Trier hergestellt werden. Den flach geklopften Ton legt die Formerin auf die trockene, unbehandelte Gipsform und drückt mit beiden Daumen die Tonmasse fest in die Form ein. Die Ränder der eingedrückten Tonmasse streicht sie glatt und zieht schließlich mit der Drahtschlinge den überschüssigen Ton ab. Um die Maske von der Form zu lösen, drückt Frau Schwall zuerst auf die Außenstellen des Tons eine kleine Tonkugel. Dann setzt sie die Tonkugel in der Mitte an und hebt den Abdruck vollständig ab. Für die nächste Maske nimmt sie einen anderen Model. Der Bartmaske hat man mehrere Bedeutungen zugeschrieben. Von der Vorstellung, dass es sich dabei um einen Gott handelt, bis hin zum Zecher, der aus seinem Gefäß trinken soll. Die Richtigkeit solcher Interpretationen lassen sich jedoch nicht nachweisen.
Vermutlich ist die Bartmaske ein Schmuckelement aus dem 16. Jahrhundert. Sie war eine gängige Form der Renaissance, die sich durch Kupferstiche und Holzschnitte weit verbreitet hatte. So werden sie auch die Töpfer jener Zeit übernommen haben. Ursprüngliche Herkunftsorte des Bartmannskruges sind Köln, Langerwehe, Raren, Siegburg, der Westerwald und vor allem Frechen. Hier haben die Töpfer zwischen 1500 und 1800 den Bartmannskrug als Schank- und Trinkgefäß hergestellt. Heute dient der Südwesteifler Bartmannskrug ausschließlich der Dekoration. Die Bartmannskrüge des 16. und 17. Jahrhunderts tragen gut ausgebildete, stilisierte Gesichtsmasken. Mitte des 18. Jahrhunderts sind die Reliefs dagegen nur flüchtig und grob gearbeitet. Im 19. Jahrhundert greifen die Töpfer im Zuge des Historismus ältere Motive aus der Renaissance auf. Und der Bartmannskrug erhält das künstlerische Niveau früherer Zeiten wieder. Jakob, komm hin, du bist ein Déjeuner wollen. Auf den herbeigeholten Arbeitstisch stellt Frau Schwall das Bret mit den fertigen Reliefs sowie die Gefäße, die sie dekorieren wird. Der fertig gehenkelte Krug muss angetrocknet sein, ehe er seinen Bartmann bekommt. Man spricht von einem lederharten Trockenzustand des Tons. Dieser wird in der Werkstatt nach etwa 2 Tagen erreicht. Die Formerin versieht die Rückseite der Tonmaske mit Schlicker. Dies ist mit Wasser verdünnter Ton, der als Bindemittel wirkt. Sie bringt den Tonabdruck auf Schulter und Bauch des Kruges auf. Und zwar auf die dem Henkel gegenüberliegenden Seite. Mit einem Naturschwamm versäubert Frau Schwall anschließend den Rand der Bartmaske und drückt sie mit Schwamm und Finger noch einmal vorsichtig an. Die in der Töpferei Wilhelm Stiel gedrehten Bartmannskrüge sind wie die übrige Töpferware aus Steinzeug hergestellt. Dabei handelt es sich um dicht gebrannte Keramik, die die Eigenschaft hat, stoß- und ritzfest sowie wasserundurchlässig und säurebeständig zu sein. Ohne Salzglasur wäre die Steinzeugware nach dem Brennen stumpf und rau. Auf der Höhe des Brandes bei 1150 bis 1250 Grad Celsius wirft der Töpfer 3 bis 3,5 Zentner Natriumchlorid, also Kochsalz, in das Ofeninnere. Hier verbindet sich das Natrium mit den geschmolzenen Quarzkörnern auf der Gefäßoberfläche zu einem Natriumsilikat und bildet die Salzglasur. Das Chlorid und die im Ofen noch enthaltenen Wasserdämpfe entweichen aus den Abzugslöchern als Salzsäuredampf. Die Steinzeuggefäße haben eine hellgraue Farbe. Während die blaugraue Ware vor dem Brand blau bemalt wird, bespritzt der Töpfer den Bartmannskrug mit Eisenoxid, welches ihm diese bräunliche Farbe verleiht. Durch den Brand wird der Bartmannskrug schließlich ein intensiveres Braun und durch die Salzglasur eine glatte und glänzende Oberfläche erhalten.